Moin, moin, Freunde! Heute zeige ich euch Wonder Woman in der One-Click-Box von Mantalab. Also, Wonder Woman, ich habe hier die Nummer 73 von 400. Mega Artwork, das Frontcover. Gucken wir uns mal hier den Spine von der Box an, sozusagen. Backcover. So, und jetzt fackeln wir nicht lange, machen das Ding mal auf. Ah. Viele werden jetzt weinen, aber ich mache es auf. Ich mache nicht alle Editionen auf, aber die Box auf jeden Fall schon mal. So, also, das war jetzt hier die J-Card sozusagen. Könnt ihr mal Stopp machen, wenn ihr wegen den Tonspuren schauen wollt. So, dann holen wir mal die Edition raus. Ah. Also, nochmal hier die Box. Innen drinne so Samt. Cool gemacht. Hier ihr Schild. Wie gesagt, Nummer 73. Was haben wir hier? Nochmal Wonder Woman. Gut. Das war jetzt die Box. So, was haben wir hier? Einmal. Sieht man nicht so gut. Das ist das Double Lenti. Ich mache mal hier, weil bei Mantalab ist immer noch so mal extra Schutzfolie dabei. Also hier. No, Mantalab exklusiv Nummer 11. Das ist hier. Das lasse ich zu. Dann haben wir hier das Single Lenti. Auch ein cooles Cover. Aber ihr wisst ja, ich bin ja nicht so großer Lenti-Fan. Und ja, hinten ist Backcover. Das ist, glaube ich, wie das Amazon-exklusive Steelbook. Ja, wieder Nummer 73. Spine. Schön geprägt. Das machen wir nicht. Auch nicht auf. So. Bleibt das stehen? Oh, die bleiben stehen. Das ist gut. Wir machen das Full Slip auf. So, machen wir das Zeug weg. So. Ach, wir müssen ja hier anfangen. Also, ich finde das Cover richtig cool. Mit dem Schwert und hinten. Das gefällt mir auch. Also. Wir öffnen das Full Slip. So. Aufkleber wollen wir aufheben. Für mich, abgesehen jetzt der Dark Knight-Reihe, ne, von DC mit Heath Ledger und Christian Bale, ist Wonder Woman eigentlich mein Lieblings- oder für mich der beste neuere DC-Film. So, kommen wir mal hier zum Slip. Geprägt, geprägt, Hochglanz, die Wonder Woman, hier wieder matt, DC ist auch wieder in Hochglanz, wie gesagt, Nummer 73 von 600, und hier sieht es genauso richtig cool aus, hier auch geprägt, Hochglanz und hier wieder matt. Hier nochmal das Bein, wenn er mal scharf wird. Da. Jetzt gehen wir mal hier. Machen wir das Booklet raus. Das legen wir mal hier dazu.
So, Wonder Woman, Hochglanz-Frontcover. Das Papier gefällt mir auch richtig, richtig gut. Ah, hier die Skizzen. Also wie gesagt, wer den Film nicht kennt, mir gefällt er. Kann ich euch echt nur empfehlen. Ich freue mich auch auf Teil 2, aber ich vermute, dass der jetzt im Juni verschoben wird. Wegen Corona, meiner Meinung nach. Chris Pine spielt auch mit. Hat eine richtig gute Rolle, meiner Meinung nach. Ja, die Skizze. Und hier Victory. So. Aber jetzt kommen wir natürlich zum schicken Steelbook. Uiuiuiuiui. Das nenne ich mal ein geiles Steelbook. Also hier hat Mantaleb sich wieder selbst übertroffen. Echt für mich das schönste Steelbook von Wonder Woman. So. Guckt euch das an. Einfach nur ein Traum. Hochglanz, Rahmenprägung, Schriftzug geprägt und das Wonder Woman-Logo geprägt. Oh, das ist echt. Keine Ahnung. Was soll ich sagen? Also ich finde es wunderschön gemacht. Echt. An alles gedacht. Ein tolles Cover. Schöne Farben. Ich wüsste nicht, was man mehr machen könnte. Spine. Wonder Woman. Ah, hier auch ein schönes Backcover. Richtig, richtig schön. Echt. Wenn wir hier auch mal ein bisschen näher rangehen. Ja, das sieht echt gestochen scharfes Bild. Gefällt mir echt. Kommen wir mal hier zu dem kleinen Umschlag. Wonder Woman. So. Dann haben wir hier ein paar Kärtchen. Einmal hier. Ist hinten drauf. So, die lege ich mal dahin. Auch sehr schön gemacht. So, und dann haben wir hier noch ganz kleine Kärtchen. Artcards. Ach hier, so wie diese, ja, so Infokarten. Autoquartett oder wie hieß das früher, was ich immer als Kind oder wir als Kinder gespielt haben. Die machen wir dahin. So, und jetzt kommen wir zum Innenartwork. Disk, einmal eine weiße Disk und einmal orange. Und in Artwork. Ja, das ist ganz okay. Rechts ist nicht viel zu sehen, links ist Wonder Woman und die Credits sind hier, das ist auch gut gemacht. Also, wie gesagt, für mich ein. Warte, wir machen es mal so, damit man alles sieht. Für mich ist das echt eine sehr, sehr gelungene Edition. Und ich weiß nicht, was ich sagen soll. Also eine super geile Edition von Wonder Woman. Also, das war's. Ich danke euch fürs Zuschauen. Abonniert meinen Kanal und wir sehen uns natürlich wie immer beim nächsten Mal.